Moin, ist der Peter, euer Stuckateur. Ihr seht diese Stuckrosette, die halbe Stuckrosette. Und die wurde damals mal geklebt. Und hier ist noch ein Nägelchen. Da ist auch noch eins, was schön am Rosten ist. Aber ist egal. Und das hier sind so Teile. Da hingen früher die Lampen dran. Das wurde jetzt hochgebogen, weil hier war früher mal eine Trockenbaudecke drin. Und das kann man da vorne erkennen. Da, wo die dunklen Stellen sind, da auf dem Bereich. Ne? Jetzt haben wir die Trockenbaudecke an der weggemacht und jetzt kommt hier viel Stuck zu sehen. Und ja, ich muss dieses Teil hier erneuern. Davon habe ich mir jetzt eine Form gebaut. Ja? Und jetzt muss ich hier noch diesen Kleber noch abmachen. Dann bin ich gerade dabei. Und weil ich diese Stellen, ja, künstlerisch kann ich das nicht so hier beimodellieren. Das kann ich nicht. Deswegen habe ich mir eine Form gebaut. Schneide das aus, was ich benötige, ne? Und klebe das andere dann. Und dann diese Nähte kann ich natürlich, muss ich fein, säuberlich, sagen wir mal, anschneiden und dann natürlich anarbeiten. Das kriege ich hin, ne? Aber diese Struktur hier, würde ich sagen, aus der Hand, ja, ich sag mal, ein bisschen gar nicht was, ne? Aber ich halte das Video ziemlich kurz. Und ich zeige dann mal das andere Stück, wie ich das zurechtgeschnitten habe. Halte ich dann mal kurz dran, dann klebe ich das dran und das war's. Ja? Zeige ich euch mal dann nur den Fortschritt. Okay, bis dann. Jetzt habe ich erstmal den Kleber, den überstehenden. Oh, was ist das denn hier? So. Kein Schnee im Sommer. Pulver von hier oben. Jetzt habe ich erstmal die Klebereste entfernt, weil das neue Profil von der Stärke her ist das gleiche, habe ich mehr abgeformt. Und wenn jetzt der Klebereste so 3 mm wäre, dann würde ich hier erhabener hier rauskommen. Deswegen, oder ich könnte das Profil 3-4 mm kleiner gießen, aber dann ist zu viel Aufwand. Einfach hier den Kleber ab, entstauben und später dran kleben. Und dann habe ich mir ja schon mal hier die Striche gemacht, weil ich weiß, hier ist ein Lätzchen. Und da ist ein Lätzchen, da kannst du später dran schrauben. Ja? So, hier hinten ist die Form. Und das habe ich mir jetzt abgeformt. Und jetzt werde ich die noch ein bisschen bearbeiten. Bei einer schönen Tasse Kaffee. Und mit einem Pinsel schön. Und einem schönen Stück Eisen. Dann mache ich hier so Kleinigkeiten. So, ich sage mal, Luftblasenlöcher, die noch da waren. Oder wenn so minimalistisch was in der Form drin war, das kann man dann auch wegmachen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, so geworden wie da oben. Und dann muss ich das hier noch ein bisschen beischneiden, weil oben habe ich ein bisschen mehr gehabt, umso besser. Dann hätte ich nur ein Drittel gehabt, müsste ich wieder mehr arbeiten. Hier habe ich, sag mal, so ein bisschen über die Hälfte gehabt. Man sieht das hier, das ist die Hälfte. Und dann kann ich mir gleich einschneiden, anpassen und dann dran kleben und fertig. Jo, jetzt wie gesagt bei einer Tasse Kaffee das Stück beiarbeiten und wieder. So, Teil ist fertig präpariert. Sieht doch gut aus, ne? Sieht so aus wie das, ne? So, und jetzt muss ich das hier schauen, ob das hier wirklich dann hier so reinpasst, ne? Wie ich es am besten einbaue. Und da muss ich mir halt jetzt gleich mal was ausmessen, mal so einen Schnitt machen. Und damit ich sehe, aha, das hat Dinge dann, sieht das dann so aus, ne? Ja, ist nicht schlecht, ne? Und muss ich, glaube ich, da wo das Eisen rauskommt für die Lampe, da muss ich ein bisschen noch mal was wegschneiden, aber das ist ja nicht die Welt, ne? Kann man ja machen, ne? Jetzt habe ich dieses Teil mal angepasst, könnt ihr mal sehen, ich halte euch mal hier so dran. Und kann man das erkennen, dass natürlich was noch fehlt, muss ich beimodellieren. Ne? Das wird jetzt gleich geklebt und dann richte ich das aus beim Kleben, dass hier alle Dinger übereinander laufen und dann sieht das aus wie wieder wie eins, ne? So. Aber wie gesagt, ich habe hier auf dem Gerüst, kann ich jetzt schlecht ein Stativ aufstellen und unten immer auf Play drücken, hochlaufen. Hast schon mal keine Bock, ne? Gerade so zu sehen. So, das Ding ist jetzt dran geklebt, habe ich dran gedrückt und wie gesagt, man kann erkennen, dass dieses Teil hier direkt daneben ist und bei dem hier auch. Und dann muss man halt ein bisschen schieben, drücken, machen, tun. Und dann habe ich gesehen, so ein
Blättchen hat hier noch gefehlt, da habe ich direkt was beigemacht. Hier hat was gefehlt, direkt was zugemacht. Muss ich halt jetzt dementsprechend warten, bis der Mörtel hart geworden ist. Und ja, dann trocknet das. Man sieht hier den rostigen Nagel von damals. Ist so, so wurde das festgemacht. Da gab es wahrscheinlich noch keine Schrauben und Schrauber. Und dann habe ich mir hier die Striche gemacht für später. Mache ich mir dann hier auch mal ein Loch, bohre ich ein bisschen vor hier. Und dann kommen da auch zwei, drei Schrauben rein, damit die auch absolut nicht runterfallen kann. I'm all the sins that you can confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. So, ich mach natürlich nicht nur die eine da oben, ne? Guck mal, ich habe hier noch so ein Röschen in der Hand. Da oben habe ich mir auch von den zwei Rosen, eine rechts, einmal links, habe ich mir jeweils eine abgeformt. Warum? Auf der Decke ist nämlich noch mehr zu tun. Und da habe ich jetzt von hier aus gesehen, einmal links, ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Kamera rüberkommt, einmal eine linke Rose und einmal eine rechte Rose. Weil hier war damals ja eine Trockenbaudecke drinne. Sieht man an den dunkleren Stellen und darunter ist hell. Und ja, die muss ich da einbauen. Die kriege ich nicht aus der Hand. Ich bin da nicht der Künstler. Andere vielleicht können das, ich nicht. Ne? Ich wollte schon mal gezeigt haben, da ich auch zwei Röschen abgeformt habe. Mit dem da oben. Und ja, wenn das durch, sieht dann natürlich alles eins aus, und wenn das die Striche ist. Ne? Jetzt haben wir das geschlossen. Und ja, man sieht hier das neue Stück und das alte Stück. Ich finde, die Übergänge sind gar nicht mal so schlecht geworden. War ein bisschen Fummelei hier außen und sowas alles. Aber das passt jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken, wie mal so eine Rosette ja, beimodelliert wird. Ich kann zwar nicht immer alles zeigen, aber halt, so sieht das aus. Das kann jetzt gestrichen werden vom Maler. Schön faulig hinter die mit hier eine Dünnfarbe drauf und nicht so dick voll klatschen, damit wir die Konturen wieder nicht alle weg sind. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Go for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guy.